Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 29. Sendung von BSV Late Night. Heute wieder total vollgepackt, nicht nur an Experten hier in der Runde, wie Sie wahrscheinlich sehen. Wir sind voller als sonst, sondern wir haben auch sehr gute Themen über die Bremenliga, unter anderem über das Spitzenspiel reden wir, Blumenthal gegen Brinkum. Wir berichten über den Bremer SV, wir schwenken ab etwas nach Hamburg. Und wir haben eine Gewinnauslosung, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Herr Karel, darf ich? Sie dürfen. Ja, danke. Fangen wir an, in der Runde. Herr Pallava, sein Thema, BTS Neustadt mit minimalen Toren zu fast maximalen Punkten. Herr Schlag hat heute mitgebracht, FC ungefährlich. In unserer Runde darf ich begrüßen Herrn Bauer mit dem Thema Keine Angst vor Hamburg. Und rechts neben mir begrüße ich Herrn Kalli Fritz Caraldo, das Pokalfinale ist sicher. Fangen wir doch mit unserem Gast in der Sendung an. Hallo. Herr Bauer, keine Angst vor Hamburg. Ja, also wir haben eine kleine Delegation gehabt zum Auswärtsspiel. Auswärtsspiel, sagen wir. Also zum Derby sozusagen, Altona gegen Concordia, um auch mal zu gucken. Also das sind ja zwei potenzielle Relegationsgegner, wobei die Sache ist ziemlich sicher. Und vorbei braucht man keine Angst haben. Das kann genau. Für alle Zuseher zu Hause können wir einmal sagen, Herr Bauer ist, kann man sagen, Präsident vom Fußballclub Hauptsache Blau. Fußballfan-Club kann man das so formulieren? Ja, wir sind eigentlich eine lockere Gemeinschaft, die zum BSV geht, so die schon länger zum BSV geht. So, jetzt haben wir den Banner, jetzt haben wir die Schals, jetzt wollen wir mehr werden. Und bis zur Relegation, denke ich, kriegen wir das auch noch hin. Also jeder, der Interesse hat, kann sich auch bei uns melden. Ne? Hauptsache Blau hat, wie Sie sicherlich merken, natürlich den Bremer SV als Thema, was wir ja auch hier, auch wenn wir unabhängig sind, natürlich im Hauptthema trotzdem haben in der Sendung. Die Farbe Blau gefällt uns generell auch. Herr Caraldo schmunzelt und denkt an bestimmte Themen. Aber die Frage ist, wenn man jetzt das letzte Jahr auch anguckt, wo wir gegen Altona in der Relegation gespielt haben. Waren Sie da, Herr Bauer? Nee, leider nicht. Aber Sie haben Erzählungen davon mitbekommen, wie Altona, wie stark Sie waren. Wie ist das jetzt so einzuschätzen? Also ich finde erstmal ist wichtig, das war ja ein Spiel auf neutralem Platz. So, und das Spiel wird in Bremen stattfinden. Das ist das erste Spiel der Relegation. Wer das macht, bin ich mir fast schon sicher. So, dann, also da müssen wir, das müssen wir einfach machen. So, ne? Und und der BSV hat sich halt auch verstärkt. Ne? Wir haben jetzt viele sichere, erfahrene Spieler. Und weiß ich nicht, also bei Altona gibt es da so ein, zwei Leute, da muss man richtig drauf aufpassen. So, aber wir waren nicht die einzigen vom BSV, die jetzt in Altona gucken waren. Ach so. Genau. Und die haben die Leute ja auch auf dem Schirm. Außerdem brauchen wir ja auch nur hier auf den Zettel gucken, wer schießt die Tore. Auf den Zehner müssen wir aufpassen. Auf den Kapitän Nick Brasewig, glaube ich. Guck mal. Ich glaube, der hieß Nick Briesewack. Ja, genau. Der Kapitän sehr vorgefällt. Meine Damen und Herren, Herr Bauer, können Sie es einmal in die Kamera halten? Die Stadionzeitschrift von Altona, unglaublich. Finden wir gut sowas. Ja, auf jeden Fall. Mir fällt doch mal ein, wenn ich das sagen darf. Wir waren ja in der Hinrunde waren wir bei Altona. Und da waren sie, glaube ich, auch nur Siebter in der Tabelle oder sowas. Hatten einen schlechten Start. Jetzt sind sie Erster mit relativ großem Abstand. Und wahrscheinlich kann man da jetzt schon so ein bisschen sehen, dass sie auf jeden Fall zumindest stärker sind als in der letzten Saison. Also wir können ja mal den Statistikenexperten, Herr Pallava, Sie wissen, aus Hamburg haben sich zwei Vereine für die Regionalliga gemeldet. Und Concordia, gegen die sie gespielt haben. Der zweite, Dannenberg oder wie auch immer die heißen, die haben sich nicht gemeldet. Ja. Und auch die Nachfolger haben sich nicht gemeldet. Dassendorf, genau. Genau, und Punkte hat Altona wie viel Vorsprung? Vor Concordia, vor Dassendorf glaube ich 5 oder so, oder 3 jetzt noch. Gut. 8 Punkte, sichere Sache. Ich würde auch damit rechnen, aber ich denke, was man bei Altona nicht unterschätzen darf, ist, die werden auch zum Bremer SV, werden die wieder ihre Fans mobilisieren und die werden dann eine andere, noch mehr Stimmung machen als wahrscheinlich schon gestern. Wenn ich kurz sagen darf, also es waren 1900 Leute in der Adolf-Jäger-Kampfbahn.
da war richtig was los und ich denke, zur Relegation kommen die alle mit und vor allen Dingen stehen die auch alle zusammen, was darf man? Ja. Ja, ne? In Altona gibt es ja 3 verschiedene Fanlager, auswärts sind die natürlich alle zusammen, also da wird schon richtig was los sein, hoffentlich am Tanzenberg. Das wird dann wahrscheinlich mal so ein Spiel sein, wo es richtig knallevoll ist, ja, was jetzt auch. Die haben auch schon gesagt, ein paar von denen kann. Als wir da waren, haben wir erzählt, dass sie den Panzerberg auch kennen und da eigentlich auch ganz gerne hinkommen. Haben es die Saison noch nicht geschafft, wollten mal im Winter kommen, aber das wäre ja im Hofig gewesen. Also eigentlich freuen wir uns ja auch drauf. Ja. Ja, meine Damen und Herren, danke Herr Bauer für diese kurze Einleitung, auch ein Blick auf Hamburg. Trotzdem in der Runde, Herr Pallava, Ihr Thema, ja. BTS Neustart mit minimalen Toren zu fast maximalen Punkten. Ja, also die BTS hatten wir ja letztens schon mal erwähnt. Also die räumen momentan richtig ab. Letzten 5 Spiele. Die bitte was? Die räumen ab, die Punkte. Ja. Letzte 5 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden bei 7-3 Toren. Finde ich nicht schlecht, 13 Punkte bei 7 Toren zu holen oder Gegentor. Das zeigt einfach, also ich glaube, die BTS hat sich einfach über den Winter ein bisschen gefangen. Die verletzten Spieler sind auch, glaube ich, jetzt teilweise zurück. Und also ich erinnere mich noch an das Hinspiel von Bremer SV gegen BTS Neustadt, wo Herr Fahrbusch überhaupt nicht zufrieden war mit der Mannschaft und der kompletten Leistung eigentlich. Und ich glaube, das wird am letzten Spieltag dann doch ein anderes Spiel. Ja, ich drücke jetzt auch. Ja, wir gehen weiter in eine Runde, ja. Herr Schlag. Ihr Thema ist der FC ungefährlich. Wollen Sie uns einmal aufklären, wen genau, Sie meinen? Genau, ich war ja am Sonntag, war ich bei dem sonntäglichen Spitzenspiel Oberneuland gegen Bremerhaven und es war eigentlich faszinierend. Das Spiel hatte viele eindeutige Chancen. Die meisten hatte allerdings Bremerhaven. Und ich glaube, der Trainer hat keine Haare mehr, weil sie ständig die gerauft hat. Also der von Bremerhaven. Aber Neuler hatte nur den Vorteil, dass sie schneller waren. Einmal hat der eine Spieler halt 4 Leute überlaufen und das 1-0 nach 85 gemacht. Ansonsten war da eigentlich nicht viel. So. Die hatten halt auch 4-5 Chancen, aber halt. Die gingen alle so weit im Tor vorbei. Hat sich der OSC wieder so präsentiert wie beim Bremer SV vor ein paar Wochen? Also sehr kampfstark? Nee, eher sehr klug, fand sehr ich. Klug. Also die standen hinten gut drin. Das war intelligent, Stichwort. Genau. Da müssen wir vor allem auf den 20er aufpassen. Der spielt sowohl auf der 6 als auch auf der 8, als auch auf der 10, als auch ganz vorne. Also er macht die gesamte Mitte und ist überall anspielbar, macht kluge Pässe. Die hatten dann wirklich 4-5 Pfostenlattentreffer knapp am Tor vorbei und hast du nicht gesehen. Das war. Ja, schön. Hart. Wir kommen ja gleich nochmal auf das Spiel genauer zu. Wir sind ja immer noch in der Einleitungsrunde am Anfang. Herr Caraldo, Ihr Thema, das Pokalfinale ist sicher. Naja, das bezieht sich halt jetzt auf das Spiel vom letzten Samstag vom Bremer SV beim VfL 07, was ja so ein bisschen als Generalprobe gilt für das Pokalhalbfinale. Und also der BSV hat sich so stark präsentiert. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vom VfL 07 irgendwie ein Trick war, so schwach zu spielen. So nach dem Motto, wir legen alles in den Pokal. Also der BSV war so dominant, dass ich und wahrscheinlich viele andere auch eigentlich gar keine Probleme mehr sehen. Aber ist das jetzt nicht eventuell da gerade das gefährlich, dass die Spieler denken, ja komm, das Spiel, das machen wir locker und dann 80% und das ist Pokal. Und Pokal. Für VfL geht's auch. Also für den BSV geht's auch um viel, aber der VfL, das wäre das erste Mal, dass sie im Finale sind. Es ist natürlich jetzt, klar, es ist nicht unbedingt weit hergeholt, dieses Statement sozusagen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also sie waren ja auch da. Genau, die Spieler, auch nach dem Spiel machen die Spieler einen Eindruck, als wenn die auch richtig heiß sind auf das Halbfinale. Ja. Also die BSV-Spieler. Also nach 4-0 sind sie dann auf 80% gegangen. Ja, meine. Und trotzdem ist nichts passiert, weißt du? Also es gab eigentlich keine VfL-Chancen. Ich erinnere mich eigentlich nicht. Wir kommen gleich nochmal auf das Spiel. Genau, drauf. Eine. Meine Damen und Herren, wie Sie sicherlich wissen, können Sie uns anrufen auf unserem Anrufbeantworter reden bei BSV Late Call unter der unten eingeblendeten Nummer, die heute sehr lustig vor uns hier rüberschwappt. Die Nummer ist 0421 172 70 912. Sie können dieses Mal nichts gewinnen, aber letztes Mal hatten wir in der Sendung ausgelost. Herr Karol, du wolltest es einmal erklären? Ja, wir hatten eine Flasche Schnaps ausgelost. Es ging um die Wahl zur Kreisligamannschaft
des Jahres, war das? Ja, genau, das war jetzt für das Bundesland Bremen. Für das Bundesland Bremen. Und wir behaupten ja, nur weil wir die Flasche Schnaps ausgelost haben, gab es fast 1000 Stimmen für die zweite des BSV. Und nach einem ausgeklügelten System haben wir dann jemanden ausgelost für die Flasche. Das ist Herr Bauer. Und wir überreichen jetzt hier feierlich den wunderschönen Waldmeister. Ja. Vielen Dank. Wobei der Applaus natürlich auch der zweiten gilt. Auf jeden Fall. Genau. Jetzt auch wieder 5-0 gewonnen, glaube ich. Ne? Super. Ja. Die Underdogs. Ja. Viel Spaß damit. Genau. Ja, danke schön. Moment, ich habe meinen Beutel mitgebracht. Ach, sehr gut. Sehr gut. Meinen werbefreien Schnapsbeutel. Das ist wichtig. Will ich Porn oder was? Meine Damen und Herren, wie wir ja alle wissen, wenn wir in diesem Mediengeschäft, weil wir da ja zu Hause sind und uns damit beschäftigen, ist ja das Thema privat. Privates kommt immer total an. Alle Interviews, die irgendwie privat eingeleitet waren etc., haben eine sehr hohe Klickrate. Und so haben wir uns heute in dieser Sendung gedacht, wir machen auch mal was Privates. Und zwar hat hier Herr Caraldo hatte Geburtstag gehabt und wir als BSV Late Night, das ganze Team und die Redaktion haben gedacht, schenken wir ihm doch mal was und deswegen als allererstes, glaube ich, ein kleines Ständchen für Herrn Caraldo. Alexa, singe ein Geburtstagslied. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Alexa, Dankeschön. So, jetzt kommen auch gleich die Präsente. Herr Pallava ist gerade unterwegs, um die Geschenke von der Redaktion zu holen. Lass uns erstmal mal da anfangen. Meine sehr geehrten Zuseher zu Hause, Sie sehen auf jeden Fall, es sind blau-weiße Kerzen. Da hat die Redaktion auf jeden Fall sehr gut eingekauft gehabt. Bitte? Ja. Ich muss jetzt mal, ich wusste wirklich von nichts, also komplette Überraschung. Ich dachte eigentlich, wir wollen unsere Geburtstage hier ausblenden, aber ich werde das erstmal auspusten. Ja. Herr Pallava, Sie haben noch Sachen vergessen, wenn ich das einmal eben sehen darf, wo Sie da das haben, die Karte. Oh ja, Entschuldigung. Und die Becher. Und meine Damen und Herren, das Wunderschöne an unserer Sendung ist, weil wir live sind, können wir trotzdem eine kurze Pause einschalten. Und genau die machen wir jetzt gerade mal. Aber ich mache nochmal. Ja, meine Damen und Herren, die kurze Pause ist wieder vorbei. Wir mussten gerade mal im Taschentücher Herrn Caraldo reichen, damit er vor Rührung die Tränen trocknen kann. Wir haben unter anderem natürlich ganz viele Geschenke. Vielleicht Herr Pallava einmal die Karte überreichen. Genau, danke schön. Einfach mal die Karte. Könnt ihr vielleicht vorlesen, was da draufsteht und dir einmal ins Bild zeigen? Ja, das neue Lebensjahr soll ein Volltreffer für dich sein. Schon mal vielen Dank für die Karte. Ich öffne sie mal. Oha. Dankeschön. Es ist echt, ich stelle das mal hier so hin. So, da steht's auch schon. Genau, bevor wir jetzt mit dem ganz großen Auspacken anfangen, würde ich sagen, gerade unsere Sendung ist damit ja auch groß geworden. Wir freuen uns immer über schöne Sprüche und jetzt dürfen wir endlich auch einmal trinken ohne einen schönen Spruch. Und dafür gibt es wunderbaren Eierlikör im Schokoladenbecher aber zu Hause auch nachzumachen mit einem kleinen Röllchen, was wir gerade Wenn Ihnen dabei wohler ist, kann ich auch schnell noch einen Spruch bringen. Also nichts ist so schön wie beim BSV Late Night. Ja. Sehr gut. Prost. Das ist mein schönster nachgefeierter Geburtstag. Man tut mir besonders gern Schokolade. Kannst du auch einfach. Ja, aber ich bin doch mal. Wir haben natürlich auch Geschenke für Sie. Das ist ja Schwarz-Rot-Gold. Das ist, Ja, und wir fangen einfach mal damit an.
wollen jetzt ja auch nicht mehr fordern, dass wir hier nicht zu viel gleichzeitig halten müssen. Ja, warte, mach mal schneller, wir haben keine Zeit. Unnützes Fußballwissen. Vielleicht einfach mal so ein unnützes Wissen. So sollen wir einmal hier so? Ja. Und noch die Schokolade. Moment. Die schnellste rote Karte bei einer WM-Endrunde bekam 1986 der Uruguayer José Batista nach 56 Sekunden. Das ist schon eine Leistung. Absolut. Mhm. So, was steht da drin? Ja. Vielen Dank. Wir haben leider keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Die Redaktion. Ja, Moment. So schön eingepackt. Zack. Was ist das? Unser Fußball in Grafiken. 101 Fakten, das muss jeder Fußballfan wissen. Ja, das ist moderne Spielsysteme, wahrscheinlich irgendwie auch vom BSV drin. Werde ich mal studieren. Ja. Vielen Dank. Ja, und noch was. Das wäre dann alles Ihr Fachwissen, ja. Was wir ja sehr schätzen, aber da können Sie sich auf jeden Fall weiter fortbilden. Oh, der Kicker Fußball-Almanach, sogar aktuell 2017. Ja, dann fangen wir nächste Woche ab, wer die 1980 die U16 U17 WM gewonnen hat. Das war unglaublich. Ja. Das ist klasse. Ja, meine Damen und Herren, und die Redaktion denkt ja auch wie an Kindergeburtstagen an alle anderen Gäste. Und deswegen ist auch für Herrn Schlag als kleines, wie sagt man, Trostflästerchen. Ja. Er hat die Redaktion sich auch noch was ausgedacht und gefördert. Schön. Techniken des Schlagfertigkeit für Dummies. Oha. Passt in jede Tasche. Ja, Schlagfertigkeit. Ja, ich habe das. Ist aber schon mal gelogen. Passt in jede Tasche. Jackentasche. Ja, vielen Dank. Ich bin überrascht. Und ja, meine Damen. Ja. Bevor wir jetzt endlich zur richtigen Sendung kommen, also ich bin immer noch sehr geduldig. Vielleicht haben sich das einige auch schon gedacht, ich weiß nicht, ob es im Bild ist. Ich hatte ja schon mehr Geschenke bekommen. Viele behaupten, das ist mein neues Buch, das stimmt nicht. Das habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Ja, ich erwähne jetzt mal unseren guten Freund der Sendung, Herrn Christoph Smaul, hat er mir geschenkt. Ich stelle es hier mal hin, nur um das mal abzurunden. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Bitteschön. Gern geschehen. Meine Damen und Herren, kommen wir jetzt wirklich zu den wichtigen Themen. Weg von dem Privaten und zum letzten Spieltag, den wir uns jetzt einmal mit Ihnen angucken. So, meine Damen und Herren, wie ich gerade eben übers Ohr mitbekommen habe, unsere Assistentin ist gerade verhindert, wahrscheinlich mit dem Eierlikör abgehauen, ist die gute Dame. Deswegen von mir vorgelesen die Ergebnisse. Werder gegen Habenhausen 5:1, Blumenthal Brinkum 2:1, Fegesack Grolland 5:0, VfL gegen Bremersholm 0:4, ESC Geestemünde gegen Lea 1:3, BTS Neustadt gegen Melchiorshausen 1:0, FC Oberneuland gegen OSC Bremerhaven 1:0 und Schwachhausen gegen Gron 8:0. Wir werden jetzt uns als allererstes, denke ich, einmal über den Bremer SV unterhalten, der 4:0 gewonnen hat, Herr Bauer. Das Spiel war schnell entschieden. Ja. Zur Halbzeit 3:0. Dann hat man auch gemerkt, zur zweiten Halbzeit, dass der BSV ein bisschen runterfährt, beziehungsweise einfach das Tor nicht mehr getroffen hat. Also so habe ich das. Also es war, ich glaube, wieder alles dabei, außer einzunetzen. Aber naja, nach dem 4:0 ist alles gesagt. Ne? Und ja, also für das Pokalspiel, wie gesagt, braucht man sich keine Sorgen machen. Muss man einfach realistisch sehen. Also um das mal so aufzugreifen, was wir vorhin hatten, ne, dass sie vielleicht anders agieren werden. Das mag sein, dass sie dann noch motivierter sind, also der VfL jetzt. Aber ich glaube nicht, dass sie die Ressourcen haben. Aber so ein Pokalspiel, das trinke ich auch mal. Das sind 99 Minuten, das startet mit 0:0 und im Endeffekt ist es halt ein neues Spiel. Ich glaube auch, dass der BSV es gewinnen wird. Aber Sie haben jetzt ja auch letztens Grolland gegen VfL gesehen. Was mich eigentlich viel mehr interessieren würde. Aber die haben da irgendwie auch so einen Wohnzimmerteppich gespielt. Schafft es der VfL mit den Leistungen momentan noch in die Halle? Das fände ich auch interessant, weil die haben echt ganz schön stark abgebaut. Man hatte wirklich einen Eindruck beim Spiel, die versuchen einiges, aber die können es halt irgendwie dann nicht. So, ne? Klar, der BSV war sehr stark und hat auch sehr, sehr gut die Räume eng gemacht, hat sehr gut
gegengepresst und so, sobald die VfL am Ball waren. Aber sie hatten eine Chance, haben sie gesagt, ja, boah, eine Fiene habe ich auch nicht gezählt. Einmal einen Latten, nee, einen Pfostentreffer. Ja, einen Pfostentreffer. In der ersten Halbzeit, glaube ich. Aber also selbst als der BSV runtergefahren hat, kam ja nicht viel. Ja. Ist das dann damit alles gesagt? Ja. Aber war es, ein Thema war ja, in unserer letzten Sendung, wird es auf Kunstrasen, auf Rasenplätzen? Nein, das war, das war auf dem Hauptplatz. Ja, das war auch sehr schön, wie immer. Und kommt ja auch gerne zum VfL. Sind sehr gastfreundlich da, also mit der Kneipe gleich vorne und dann wird am Spielfeldrand ja gegrillt. Genau. Man kann sich auch mal ein schönes Bierchen holen und so und die Leute sind ganz nett. So. Gab auch Musik. So. Gab es die Bremenliga? Nee, also Hardrock zum Einlaufen. Nur, glaube ich, Hellspells. Ja. Wie bei St. Pauli. Ja. War ich da oder? Nein. sonst noch irgendein Herr Pallava, wollen Sie noch was zum... Mich wundert, dass Rocky gar kein Tor gemacht hat. Ja, das... Hat er Torschützenkrone, überlässt er jetzt dann doch den Herrn Nils Labs. Stimmt, ja. Das ist alles schon abgesprochen. Eine gelbe Karte wegen Unsportlichkeit war dabei. Für wen? Ja. Für Rocky. Für Rocky, ja. Hat er mal so ein bisschen Handball gespielt. Ja. Oh. Mhm. Also. Schade fand ich, dass er halt Kwiatkowski kein Tor gemacht hat, weil er sich immer wieder nach vorne eingeschaltet, weil er eben so wenig zu tun hatte, immer wieder mit nach vorne gegangen ist. Fand ich ganz spannend eigentlich, weil der hat ja auch schon mal ein paar Dinge gemacht. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen. Ja, ja gut, dann... aber mehr können wir jetzt auch nicht rausholen. In dem Sinne, die Informationsrunde zu diesem Spiel und gucken auf Blumenthal gegen Brinkum 2:1, Herr Pallava. Sie waren letzte Woche ja nicht da in unserer Sendung. Wir haben es auf jeden Fall sehr hoch sterilisiert, dieses Spiel in der Sendung, weil es ein knaller Spiel ist und es geht ja eigentlich darum, um den... Ja, wer ist inoffizieller Bremenmeister? Wer ist inoffizieller Bremenmeister, genau, der zweite Platz hinter dem Bremer SV. Und das hat Blumenthal eindeutig geschafft. Das hat Blumenthal jetzt, würde ich sagen, geschafft. Also mit dem Sieg hätte Brinkum, würde ich einfach mal noch sagen, Brinkum wäre dran gewesen. So. Aber ich meine, es war jetzt ja auch so ein bisschen glücklich, ne? Wenn wir direkt nach 20 oder 22 Sekunden 1-0 und auch das zweite Ding wieder ein Steilpass auf den Stürmer über die Abwehr. Da muss man natürlich auch fragen, die Brinkumer Abwehr hat das scheinbar zweimal richtig gepennt. Und Herr Ambasek hat ja gesagt, die bessere Mannschaft hat verloren bei dem Spiel. Und das wurmt die Brinkumer, aber ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr an. Mhm. Auch nicht mit dem Nachholspiel. Das nein, das also war das entscheidende Spiel. Es ist das Thema, was wir auch in der letzten Sendung hatten, Herr Schlag, dass in dem Sinne Brinkum schon den besseren Ball spielt. Und aber Blumenthal einfach mehr kämpfen konnte. Ja, die hatten wohl dann doch so die Motivation. Ich meine, die haben sozusagen eine fast 100%ige Chancenauswertung im Spiel gemacht. Das muss man auch mal sehen. Das ist halt natürlich auch eine Fähigkeit. So, ne? Also der Moment war da, die haben gepennt und die machen die beiden Buden rein. Und Blumenthal hat halt mehr Chancen, aber da fehlt dann so der letzte Kick. Brinkum, Entschuldigung. Herr Bauer, in unserer Sendung ist auch jetzt schon ein paar Mal das Thema gewesen, in dem Sinne, wenn der Bremer SV nächste Saison nicht mehr da ist, was wir alle hoffen, wer kann da oben ranreichen und wer nicht mehr? Natürlich sind Blumenthal und Brinkum ganz große Favoriten auf den neuen ersten Platz. Aber wer könnte da noch rankommen? Ja, ohne Frage Ober Neuland. Also ich bin gespannt. Und die wollen ja auch wieder. Die wollen ja wieder die glorreichen alten Zeiten zurückhaben. Ja gut, als direkter Aufsteiger muss man sich erstmal wieder akklimatisieren, denke ich. Aber ich denke schon, dass sie in der nächsten Saison auch wieder angreifen werden da oben. Ne? Und ja, mit neuem Trainer, der ja sehr motivierend wirken kann. Ja. Ich glaube allerdings zusätzlich auch noch die SHV. Vor allem wenn, wie es ja momentan aussieht, Kron absteigt, dann haben wir nur noch zwei Bremen-Norder Clubs da, so wie es aktuell aussieht. Und ich glaube, die können dann einfach beide noch sozusagen die Spiele mit mehr Qualität an sich binden. Also auch mit dem neuen Trainer hatten wir ja auch schon mal. Ne? Ja. Genau. Wo jetzt aber gerade das Stichwort Oberneuland war, ja Schlag, Sie waren beim Spiel. Oberneuland gegen Borussia 1:0 ist es ausgegangen. Ja, beim Sonntags-Highlight eigentlich. Ja, schönes Wetter und so. Ich habe mich ein bisschen gewundert, war sehr wenig Leute da. Sowohl von Oberneuland als auch von Bremerhaven, weil eigentlich war irgendwie Oberneuland durch das 4:3 top motiviert, OSC richtig guten Lauf. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Das Spiel war eigentlich total schön. Es gab total viele Chancen, was beim 1:0 ja nicht so klingt erstmal. Ne? Die Bremerhaven haben sehr variabel gespielt hinten. Immer wenn sie nicht im Ballbesitz waren, waren sie mit 6 Leuten hinten. 3 sind immer hinten geblieben, aber schnell nach vorne, konnten sehr schnell umschalten. Und haben aber erst am Mittelfeld gepresst. Oberneuland war offensiver. Ich glaube nicht, dass sie gegen den BSV so spielen werden. Also sie standen nur mit 2 Leuten hinten eigentlich im Ballbesitz und sind alle nach vorne.
Die waren auch viel schneller als die Bremerhaven. Das war so deren Vorteil. Aber ballsicherer und viel mehr Chancen hatten die Bremerhaven. Also 1-0 hört sich knapp an. Genau, war aber eigentlich keine Chance, ja, 10-5 für Bremerhaven, würde ich sagen. Also der Trainer von Bremerhaven hatte, glaube ich, nachher keine Haare mehr, weil er ständig bei den ganzen Pfostenlatten und knapp vorbei sich die Haare gerauft hat und so. Ja. Ja. Aber Bremerhaven hat bis zum Ende dann gekämpft. Ja. Die glauben noch an den Nichtabstieg. Ja, auf alle Fälle. Und es sieht auch immer noch ganz gut aus, finde ich. Ich meine, wenn sie jetzt was gerissen hätten in Oberneuland, ja, wären sie jetzt richtig dran. Jetzt sind es noch 5 Punkte, aber das Nachholspiel... Das Melchershausen-Nachholspiel gemerkt. Ne? Ja, und das auch noch. Und es wird schon knapp werden, Melchershausen. Auf alle Fälle. Da ist noch ein gutes Stichwort, Herr Caraldo. Gehen wir doch gleich auf das Melchershausen-Spiel. BTS Neustadt gegen Melchershausen 1-0. Was möchten Sie uns zu diesem schönen Ergebnis mitteilen? Ja, da kann ich unglaublich viel zu sagen. BTS Neustadt hat 1-0 gegen Melchershausen gewonnen. Und nach 3 Minuten war das 1-0. Genau, und das reicht dann bei der BTS. Und für Melchershausen ist dann bei diesem Spielstand schon der Zug momentan abgefahren. So. Genau. Aber es ist halt so, die holen alles raus und ich finde, man muss erstmal Neustadt auch mal Respekt zollen, dass sie so geklettert sind in der Tabelle mit solchen Ergebnissen auch. Die liefern schon ganz gut ab und für Melchershausen wird's wirklich knapp. Hätte wahrscheinlich jeder in der Runde vor ein paar Wochen, Monaten nicht gedacht. Jetzt ist es auch noch so, dass der Trainer jetzt gerade verkündet hat, dass er nicht mehr weitermachen wird, obwohl er es gesagt hatte, noch für eine Saison jetzt. Ob das jetzt damit zusammenhängt, weiß man nicht, aber jetzt den Ausblick zu geben, ob das die Leistung jetzt vielleicht auch nochmal beeinträchtigen kann. Das hängt aber damit zusammen. Also der Trainer ist unzufrieden einfach mit den sportlichen Möglichkeiten. Das stand auch so im Sportbau. Ja, ich hatte nur gelesen, er hätte andere Ziele jetzt oder so. Ja, aber es ist wahrscheinlich eine andere Formulierung dafür. Der Wolf Karel, ja, genau, vielleicht raus. Es gab ja mehrere Interviews. Aber die Motivation ist bei den Spielern halt. Ja. Ne? Wie sieht es halt aus? Haben die auch noch Bock und so? Ja. Ne? Bock hatte ja auf jeden Fall Herr Pallava Augen und Fee gesagt mit dem 5-0 gegen Grolland. Aber erst in der zweiten Halbzeit, so wie es dann ja aussah, da haben sie dann ja Grolland sozusagen reif geschossen und Grolland, wie üblich, rote Karte. Was haben die Idee geschossen? Reif geschossen oder weggeschossen, ja, was auch immer, trinke ich auch gerne einen für. Und Grolland, typisch eigentlich für Grolland, rote Karte wegen Mecker oder wegen Beleidigung war es. Das ist halt immer noch das Problem, wenn man sich da mal die Kartenhistorie anguckt, wer da mit weitem Abstand führt, das ist einfach... Und Eklant hat eine Auswärtsschwäche auch. Jetzt, ja. Muss man auch mal sagen, also Grolland holt nix. Schwäche ist ja bei Lehe im Moment gerade kaum zu finden, Herr Bremerhaven-Experte Karl Schlag. 3-1 beim ESC gewonnen. Ja, wie von mir fast vorausgesagt in der letzten Sendung, aber war wohl auch das trotzdem ein spannendes Spiel. So, es irgendwie führten zwar relativ schnell 2-0, dann gab es halt den Anschlusstreffer und da ging es wohl nochmal ab. Und genau, also für Lehe geht es ja um die Halle, für Gistemünde vorher schon nicht mehr. Insofern ist für Bremerhaven insgesamt das Ergebnis halt gut. So, Gistemünde ist eh so Niemandsland, würde ich sagen. Aber Lehe ist jetzt wieder voll dabei bei der Halle, finde ich. Voll dabei, Herr Bauer, vielleicht können Sie auch was dazu sagen. Schwachhausen gegen Rohn 8-0. Das ist schon, sind schon Ergebnisse, wo man gar nicht denkt, dass es... Auch man weiß es ja in der Bremenliga, gibt es solche Ergebnisse. Ich wollte gerade sagen, man weiß, also nee, weiß ich nicht, was wollen Sie dazu sagen? Schwachhausen. Also vielleicht können man die auch noch mit auf den Zettel schreiben für nächstes Jahr. Ja. Weil also die bringen ja permanent eigentlich gute Ergebnisse. Ja. Also auch in der Halle waren die nicht schlecht unterwegs. Ja. Haben jetzt aber auch ihre Schwächephase ein bisschen überwunden. Wir haben ja wirklich ein bisschen nach der Winterpause nicht so überragend gespielt. Und Grohn, wie ist da Ihre Meinung zu? Die haben, natürlich haben die jetzt schon Saison abgehakt. Lack ist ab, ne? Da kann man nichts mehr machen. Für trinken. Nochmal ein Ei für trinken. Ja, das muss wohl sein, aber ja. Ja, ja, für Schwachhausen ist einfach auch gut, dass dann so ein Gegner kommt. Die hatten eine Schwächephase, haben dann zwischendurch mal glücklich gewonnen. Und das ist ein richtiger guter Aufbau gegen Grolland. Ne? Aber so richtig glücklich, also wir haben schon konsequent letzten Wochen gewonnen, finde ich eher. Also ja, dann wieder, aber gerade ein Nachholspiel, was sie hatten, was dann relativ knapp war. Aber wir hatten nun mal so eine kleine Krise und jetzt ist wieder alles gut und dann kommt so ein Aufbaugegner wie Kron. Da schenkt man mal gerne 8 Dinger ein und dann. Wir schenken gerne dafür einen ein. Für sowas gibt es kommen jetzt hier zum letzten Spiel, was es noch am Wochenende gab. Und das war Werder gegen Habenhausen 5-1. Herr Caraldo,
Es war ja eigentlich nur über den Deich, aber Hamhausen versinkt im Moor. Auf dem Weg vom Deich Richtung Werra 3 versunken. Ja, das ist wohl wahr. Ja, hätte man auch ein bisschen mehr erwartet von Hamhausen. Die waren ja auch ganz gut im Fluss. Aber ja, wie wir schon so oft gesagt haben, bei Werder ist immer alles möglich. Und ja, wenn die einen guten Lauf haben, schenken die ja auch mal gerne 5 Dinger ein. Und ich schenke mir jetzt erstmal einen. Genau. Nee, aber Werder, ich finde ja auch in den letzten Wochen haben die richtig gut gespielt. Also wir hatten ja eine Zeit lang, wo die wirklich, wo man die nicht tippen konnte. Aber jetzt inzwischen ist es eine richtig gute Mannschaft. Meine Damen und Herren, richtig gut ist auch die Tabelle, die wir jetzt für Sie einmal einblenden. Erster der Bremer SV 67, Blumenthal 56, jetzt mit weitem Abstand, Brinkum 48, dann Schwachhausen 43, Obernordland 38, Werder 38, Fegesack 36, BTS Neustadt 34, das ist die erste Hälfte und das ist die Halle, meine Damen und Herren. Gucken wir auf die zweite Hälfte, an der Halle dran, der VfL Lehe und ich würde gerade noch so sagen, Habenhausen klopft jedenfalls an die Tür der Halle, könnte noch rankommen. Wenn wir dann aber weiter runter gucken, nach unten ist Habenhausen eigentlich draußen. Wir sehen Gießen 26, Gronheim 24, Melkershausen 20, Bremerhaven 15, Grohn 7, Herr Pallava. Wir lassen die Tabelle noch eben kurz eingeblendet. Sie wollten über die untere Hälfte der Tabelle einmal reden. Sie gehen also auch davon aus, Habenhausen ist raus aus dem Abstieg, definitiv. Also mit 29 Punkten könnte man noch fast sagen, dass sie mit viel Glück noch in die Halle kommen können. Was ich allerdings nicht glaube, aber Geestemünde, da würde ich sagen, beginnt für mich jetzt momentan die Abstiegszone. Wenn man davon ausgeht, dass Bremerhaven gegen Melkershausen gewinnt und vielleicht gegen Grohn auch gewinnt. Aber wenn ich jetzt dieses Thema einmal aufgreifen darf, also wenn Sie jetzt Geestemünde da reinschätzen und Geestemünde hat 26, Bremerhaven hat 15, das sind 11 Punkte. Ja, wir haben, aber ich rechne ja noch die 6 imaginären Punkte hinzu, die der OSC auf jeden Fall gegen Grohn und gegen Melkershausen holen könnte. Und dann haben sie 21 Punkte und dann sind es nur noch 5 Punkte. Und 5 Punkte bei 6 ausbleibenden Spieltagen. 6 Punkte spielen. Ja, da dürfen Sie meine Dinge auch gerne für trinken, aber also 5 Punkte, also ich glaube nicht, dass die ESC nochmal wirklich reinkommt, aber zumindest Grolland muss aufpassen und Melkershausen, ja, die wissen auch, dass sie da jetzt komplett drin stecken. So, das war diesmal wirklich eine kleine Pause. Meine Damen und Herren, wir wollen jetzt auf den neuen Spieltag am Wochenende blicken und den blenden wir einmal ein. Wir haben in der Pause versucht, das muss ich vorweg einmal nochmal sagen, unsere Assistentin Alexa wieder zu finden, aber die scheint wirklich nicht da zu sein. Wenn Sie sie finden, Sie können uns anrufen unter der unten eingeblendeten Rufnummer und uns Bescheid sagen, wo sie ist. Am Wochenende sind folgende Spiele. Am Freitag um 18.15 Uhr Bremer SV gegen FC Obernordland. Am Samstag um 15 Uhr spielt Melchershausen gegen Blumenthal, OSC gegen Aumund. Am Sonntag um 14 Uhr spielt Brinkum gegen VfL um 15 Uhr, Habenhausen gegen BTS Neustadt, Lehe gegen Werder, Grohn gegen Geestemünde und Grolland gegen Schwachhausen. Wir wollen natürlich als allererstes jetzt in der Runde, Herr Kalli Caraldo, auf das Spiel Bremer SV gegen FC Oberneuland gucken. Ist es eine klare Sache? Ja, ich denke schon, so wie der Bremer SV sich momentan präsentiert, wird bestimmt trotzdem ein interessantes Spiel. Gerade so, wie sich der FCO momentan wieder positionieren muss, denke ich. Wir wollen ja auch in der Halle dabei sein und haben jetzt schwere Spiele vor der Brust. Also zumindest interessant, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall gut ausgehen für den Bremer SV. 3-0 oder sowas. 3-0, 3-1, sowas. Herr Pallava, denken Sie das auch? Wird 3-1, das so eine klare, knappes Spiel, also 3-1, FCO wird gut mitspielen, wie im Hinspiel. Wow. Im Hinspiel, Herr Pallava, waren wir vor Ort gewesen. Man muss sagen, wir waren überrascht. Es war aus unserer Sicht, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, eigentlich der beste Gegner, den wir bis dahin in der Bremen was wir seitdem aber fast immer sagen, nach jedem Spiel. Von daher, beim letzten hatten wir es nicht, aber ja, nee, ich glaube trotzdem, der Bremer SV ist, ja, die spielen jetzt die Saison einfach so zu Ende, 3-1, 3-0, ist, ja, glaube ich, realistisch. Ich würde ja fast sogar noch höher tippen. Ich glaube, bei Oberneuland, trotz Trainerwechsel ein bisschen Luft raus, die Halle ist so gut wie sicher, meiner Meinung nach.
4-0, 5-0. Also es kommt darauf an, wie Ober Neuland sich auch defensiv präsentieren wird. Wenn es so ist wie am letzten Wochenende, dann gehen die unter. Ist das dann auch so, Herr Bauer, denken Sie das, ist es so bei Oberneuland auch dann ein bisschen, weil Sie ja wissen, im Grunde die Halle ist schon ziemlich sicher, auch wenn es nur 5-6 Punkte sind, aber ist Oberneuland eine Mannschaft, wenn die 2-0 so hinliegt, dass Sie aufhören? Weil Sie wissen, es ist eine Übergangssaison? Ja, ich denke schon, also mein Tipp ist 3-0 auf jeden Fall und da wird nicht viel passieren und vor Oberneuland braucht man erst wieder nächste Saison Angst haben, das wissen die mittlerweile auch. Ja, das würde ich sagen. Gut, dann gucken wir weiter, was am Samstag uns erwartet. Melchershausen gegen Blumenthal, klare Sache Blumenthal, Herr Karaldo. Ja. Brauchen wir noch gar nicht groß weiter. Nein. OSC gegen Aumund, Herr Schlag, ja, als Bremerhaven. Ja, das wird wieder spannend, weil irgendwie OSC, wie gesagt, das läuft eigentlich. Treffen dann wahrscheinlich auch wieder mehr das Tor. Ja, aber Aumund ist eigentlich auch gut drauf. Insofern wird es, glaube ich, das Spiel des Samstags, würde ich sagen. Am Sonntag, Brinkum gegen den VfL. Wird Brinkum jetzt zurückschlagen, Herr Pallava? Ja. Eindeutig. Also nach dem, was ich jetzt gehört habe, glaube ich, dass Brinkum das auch irgendwie 3-0, 3-1. Brauchen wir auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das war, glaube ich, ein eindeutiges Ding. Herr Bauer, haben Sie eine Einschätzung zu Habenhausen gegen BTS Neustadt? Ich denke mal, es wird unentschieden. Also vom Gefühl her, wenn sie sich irgendwie nicht schenken und ja. Es wird so ein typisches Neustadt 0-0 werden. Ja, ja. Lehe, Herr Schlag. Ja, Lehe gegen Werder. Ja, das wird spannend. Ja. Wie gesagt, Lehe ist hoch motiviert, Werder ist sehr gut drauf. Aber sie spielen halt zu Hause in Bremerhaven. Ich glaube schon, dass da irgendwie Lehe dann den letzten Vorteil draus zieht. Grund gegen Geestemünde. Ja, eigentlich dann auch klar. Geestemünde spielt auch gerade nicht so gut, aber ich glaube, gegen Groen wird das trotzdem eine klare Sache. Weil Geestemünde hat ja nun auch einen ganz guten Sturm. Ja. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall Geestemünde für sich entscheiden wird. BSV Late Night am Sonntag in Grönland? Ja, natürlich. Gegen Schwachhausen, Herr Pallava? Ist schwer. Also Schwachhausen gerade im Aufwind, Grönland so ein bisschen, aber spielen immerhin zu Hause. Herr Toski kann ja spielen, hoffentlich. Ich glaube, auch der Trainer ist wieder eventuell sogar da. Was kann ich? Die Prognose ist. Das könnte ein Unentschieden werden, so 2-2-3-3. Viele Tore auf jeden Fall. Fände ich gut. Ja, aber ich glaube schon, dass das Schwachhausen es holt. Mhm. Also dafür sind die im Moment einfach zu gut drauf. Mhm. Herr Bauer, jetzt zum Abschluss dieser Sendung. Es ist meine Pflicht als Moderator ist es natürlich noch einmal auf Hauptsache Blau hinzuweisen. Ein der besten Fanclubs von Bremer SV. Wie gründet man einen Fanclub für eine Amateurmannschaft? Naja, man muss dazu sagen, dieser Fanclub ist nicht wirklich gegründet, hat keine Mitglieder in dem Sinne. Wir sind eigentlich eine lockere Verbindung, wo man einfach vorbeikommen kann zum Heimspiel, zum Auswärtsspiel, sagen wir auch immer an. Wenn wir denn hinfahren, wir fahren ja nun nicht zu jedem Auswärtsspiel. Hm. Wir haben das natürlich vor, aber manchmal klappt es halt nicht. Ja, und dann gehen wir einen Treffpunkt an, dann kann man einfach vorbeikommen. Jeder ist eigentlich herzlich willkommen. Und mal gucken, ob das irgendwann eine feste Sache wird, aber wir wollen jetzt hier nicht Mitgliedsbeitrag. So wollte ich gerade sagen, es gibt keine Satzung, keine Vereinssatzung, nee. Keine Aufnahmerituale. Nee, das sowas auch gerade. Nee, aber das, was wir machen, wollte ich mal sagen, finde ich alles super. Gemeinsame Walks zu Auswärtsspielen zum Teil, die Banner, die Schals und so, ist echt alle Achtung, viel super. Ja, vielen Dank. Also, wie gesagt, unser Ziel ist es halt, bis zur Relegation und bis zur Regionalliga Nord fit zu sein, ordentlichen Support zu bieten, wie es halt der BSV verdient hat. Ne? Und ja, es gibt hier in Bremen halt nicht nur einen Verein. Das wisst ihr ja am besten. Ja. Herr Bauer, wie ist denn das dann, wenn es Regionalliga heißt? Wir hatten das in dieser Sendung schon häufiger auch das Thema gehabt, was bedeutet das für die Spieler am Wochenende, diese ganzen Auswärtsreisen und so. Dann ist man ja nicht nur mal eben nach Findorf unterwegs, sondern man fährt dann halt nach Kiel oder weit weg. Da braucht man dann schon 110% Leidenschaft,
um das alles mitzumachen? Oder sagt man dann da auch, okay, nee, jetzt müssen wir mal Abstriche machen, das ist zu weit weg? Ja, wie gesagt, man fragt halt ab, wer hat Bock drauf, und wenn es auch nur zwei Leute sind am Ende, ist auch egal. Also wenn wer Bock drauf hat, dann fährt man hin. Ich habe jetzt nach Hamburg mal wieder gesehen, wie kacke das schon wieder ist mit dem Zug, Metronom, Alkoholverbot. kann man vielleicht auf der Hinfahrt noch verknusen, so auf der Rückfahrt, keine Ahnung. Gibt's hoffentlich genug Toiletten für sowas. Aber es ist schon, ja, ist schon ein bisschen ätzend, aber also ich meine, es gibt Leute, die fahren hier für ihre Clubs einmal quer durch die Republik. Wir sind dann im Norden unterwegs, wir haben auch Bock drauf. Ich meine, es gibt viele coole Stadien, wo man mal hinfahren kann, auch viele, ja, nette Leute, spannende Spiele. Wir wollen da auf jeden Fall mitgehen, so. Ja, das ist auch immer, man kann es auch immer schön verbinden, so, man kann mal, ne, wer war schon mal in, ach, Wolfsburg? Tatsächlich. Eine sehr schöne Stadt. Ja, aber zum Beispiel Meppen fände ich, also wenn Meppen nicht aufsteigt, müssen ja auch durch die Relegation, haben es ja eigentlich ähnlich wie der BSV ja auch dreimal jetzt nicht geschafft, haben jetzt den vierten Versuch wahrscheinlich, aber im Meppen-Stadion, ich meine, das ist natürlich auch toll. Ja, schöne Gegend auf alle Fälle. Ja, wir waren ja auch schon mal in Havelde. Genau. Beim Testspiel und so. Das ist noch mehr. Ich meine, Lübeck bleibt drin, Oldenburg ist drin. Oldenburg ist natürlich, es wird super. Also das ist kein Weg. Hier können wir super zum Schlafen. So. Da können wir auch mal 20 Minuten nicht trinken. Super. Meine Damen und Herren, das ist ein sehr gutes Stichwort. 20 Minuten nicht trinken, das haben wir jetzt hier fast geschafft in der Sendung. Und so möchte ich langsam zum Abschluss kommen. Und wie immer zum Abschluss heben wir hier das Glas und sagen auf den BSV, auf die Bremen wieder. Schön, dass Sie dabei waren. Prost und tschüss. Es geht los. 200-prozentige für den BSV verdaddelt. 1-0 Nils, 2-0 Stefan sagt Rocky. Großchemie VfL Posten. 3-0 Nils. Frivol pfeifende VfLer pflanzen V-artige Veilchen für fies fluchende Fasane vorne fertig. Halbe Zeit. 4-0 Glauben Nils. Chance auf Chance für den BSV. Komplett überprüfen, überlegen. Pfostenschlenzer. Ende.